Sehr verehrte Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Zu Beginn meiner Rede, ich möchte mich ganz herzlich bei dir, lieber Dr. Eichhorn, bedanken für diese Organisation. Ich spreche Ihnen mein tiefstes Dank und meine Anerkennung dafür aus, dass Sie zusammen mit uns, der kurdischen Gemeinschaft, an diesem Anlass zum 10. Jahrestag des Völkermordes an kurdischen Jesiden durch den IS teilnehmen. Die Brutalität, die den Jesiden angetan wurde, und die abscheulichen Verbrechen, die von der ISIS begangen wurden, stellen in ein dunkles Kapitel in der gemeinsamen Geschichte der Menschheit dar und dürfen niemals vergessen werden. Tragischerweise ist dies für die Menschen in Kurdistan nur ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte des Leidens. Wir haben auch andere Formen der Brutalität und Barbarei ertragen, wie die Anfallkampagne gegen die Barzanis, die Massaker von Halabja und die Gerdenland-Anfallkampagne. Meine Damen und Herren, in den Wochen nach dem 3. August 2014 hat die IS über 5000 jesidische Männer und Jungen hingerichtet, sowie 3548 Frauen und Mädchen und 2869 Männer Langanhaltung und es war auch sexuelle Gewalt und Versklaverung ausgesetzt. Minderjährige jesidische Jungen wurden von ihren Familien getrennt und als Kindersoldaten rekrutiert. Die IS hat außerdem systematisch Städten, die von historischer und kultureller Bedeutung für die Jesiden sind, zerstört und davon mehr als 60 Tempel. All diese zuvor genannten Grausamkeiten werden nach dem Völkerrecht als Völkermord betrachtet. Die zwingende Frage, die sich hier stellt, betrifft die Beweggründe und Faktoren, die hinter diesen Grausamkeiten stehen. Die Antwort lässt sich kurz und bündig in zwei Hauptgründe zusammenfassen. Erstens, die Jesiden sind Kurden. Dies ist dieselbe Faktor, die auch andere Völkermordkampagnen gegen das kurdische Volk angetrieben wurden. Zweitens haben die Jesiden ihre eigene Religion, der sie seit Hunderten von Jahren mit Respekt und Hingabe folgen. Während diese einzigartige Religion in Kurdistan respektiert wird, waren andere nicht in der Lage, diese Unterscheidung zu tolerieren. Verehrte Damen und Herren, die ISIS, die brutalste Terrorgruppe der Geschichte, hat versucht, die ursprünglichen und unterschiedlichen ethnischen religiösen Minderheiten in Kurdistan und im Irak allesamt zu vernichten. Diese Gruppe hat versucht, die durch eine Kampagne des Hasses und einer Kultur und Intoleranz der Gefühle der Gesellschaft zu zerstören. Ihre Bemühungen wurden jedoch von den tapferen und selbstlosen Peschmerga-Kämpfer unter der Führung von Präsident Massoud Barzani mit der Unterstützung unserer Verbündeten zerschlagen. Wenn wir den Toten und deren Leid gedenken, sowie die Stärke, die Widerstandsfähigkeit und die Entschlossenheit der Peschmerga-Kräfte unseren Respekt und Anerkennung sollen und den Märtyrern gedenken, die ihr Leben gaben, um die ISIS zu besiegen, ist es wichtig zu wissen, dass die ISIS nur militärisch besiegt worden ist. Ihre Ideologie hält sich immer noch sowohl im Irak als auch in Syrien. Daher bedarf es vielschichtige Aufgaben und langfristige Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft, die irakische Regierung und die kurdische Regionalregierung, um das Leid der kurdischen Jesiden zu lindern. Die kurdische Regionalregierung hat alles in ihrer Macht versucht, um den Überlebenden und den Familien der Opfer zu helfen und ist ständig auf der Suche nach den Vermissten. Für die internationale Gemeinschaft ist es unerlässlich, dass der Völkermord an den Jesiden weltweit anerkannt wird, um zu verhindern, dass sich solche Grausamkeiten wiederholen.
Daher spreche ich meine tiefste Wertschätzung den mutigen Ländern aus, insbesondere Deutschland, die den Völkermord an den Jesiden bereits anerkannt haben. Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer universellen Gerechtigkeit für diejenigen, die unter der ISIS gelitten haben. Andere Länder sollten diesem Beispiel folgen. In diesem Zusammenhang muss ich auch die Vorreiterrolle Deutschlands hervorheben. Deutschland war einer der ersten aktiven Unterstützer der Jesiden und hat die Peschmerga-Kräfte militärisch und waffentechnisch auch unterstützt. Deutschland hat den Jesiden weiterhin Hilfe, Finanzierung, Zuflucht geboten und beherbergt nun eine der größten jesidischen Bevölkerungsgruppe der Welt. Deutschland war auch führend bei der strafrechtlichen Verfolgung dieser Gräueltaten und hat diejenigen zur Rechenschaft gezogen, die an dem Völkermord beteiligt waren. Es war und ist bis heute das erste und einzige Land, das ISIS-Mitglieder speziell wegen Völkermordes angeklagt hat. Deutsche Gerichte haben mehrere ISIS-Mitglieder wegen Verbrechen gegen Menschlichkeit und Kriegsverbrechen gegen Jesiden verurteilt. Diese Verurteilungen sind beispiellos, aber sind noch viele weitere nötig. Schließlich möchte ich mich meiner jesidischen Schwestern und Brüder auffordern, ihre einzigartige jesidische und kurdische Identität zu bewahren, während wir uns für immer an den Völkermord an den Jesiden erinnern werden, hoffe ich aufrichtig, dass sich das jesidische Volk beim nächsten Jahrestag nicht mehr an der gleichen schlimmen Lage befindet. Wo auch immer die Jesiden heute leben, ihre ursprüngliche Heimat wird immer ein heiliger Ort in ihrem Herzen sein. Kurdistan war, ist und bleibt für jeden eine friedliche, pluralistische und koexistierende Gemeinschaft, in der die Rechte aller gleichgerecht beachtet werden. Vielen Dank.